Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Wieder mit einer Folge Hungry X am Start. Ich bin, wenn ihr das seht, in Erfurt bei der Mac 2018. Mal schauen, was da so abgeht. Folgt mir auf Instagram, ja, um zu sehen, was dort abgeht. Aber hier, bisschen was vorproduzieren für euch. Habe ich mal wieder ein Hungry X. Das muss vorgespult werden. Gerade aus. So. Ein alter Kollege am Start, der Bargisch. Ich dachte, du hast das gefangen. Ich dachte zuerst, das wäre 100%, aber ich war zu krass gehypt, weil ich einen Kass-Fan getroffen habe. Oh. Ja, dazu mehr noch. Also, das Quaps hatte ATK, Defense und HP, aber nur das Zweitbeste. Habe ich beim zweiten Mal dann gesehen. Ja. Yeah. Ich habe in die Gruppe geschrieben, war ich dann so direkt, ich komme gleich wegen dem Quaps. Ich war echt zufällig in der Nähe, ich hatte so echt so ein Gefühl. So. Habe ich das auch bekommen? Selbst Leute, Kommunikation ist das Wichtigste. Ich war zufällig in der Nähe, Odeonsplatz ausgestiegen, Hofgarten. 670er Quaps. Mit krassen IVs. 93, also so krass. Müsste 95, 96 oder 93. Auf jeden Fall. Hofgarten war damals so unser Hotspot. Hat sich irgendwie so entwickelt. Das erste Mal beim Halloween-Event waren wir da anstatt Bordeaux-Platz. Waren Ammonit das Nest. Also das hat uns dann auf einmal sehr überzeugt, das Nest. Der Ort. Viele Tratinis immer am Start. Bei der ersten Scanner-Tour auch direkt dort gewesen. Und mehrmals dort gewesen am Abend. Die Leistung muss echt krass am Ende sein. Auch wenn er so hoher IVs hat. Alter, schau mal an, Mann. Ja. Und obwohl er so hohe IVs hat. Weil wenn er niedrig hat, ist er ja noch mehr am Ende. Ganz heftig. Naja. Das kann alles kaputt. Für damals wieder schon. Verteidigung. Ja, Mann, zweitbeste. Trotzdem, der ist überkrass. Naja. Also hier Hofgarten. Noch ein Dodo. Irgendwo ist Hacking. Die Folge heißt Garados. Ja, Mann, Hofgarten. Gratini, Dodo und Dick. Ich sehe zwar keine Stops und so, aber hier kommt spawnt ganz ja alles. Klingt eigentlich nicht so gut, aber Dodo und Dick da damals sich ziemlich selten. Er hatte da glaube ich noch kein Dotri. Und kein Dictri. Und wildes Gagados. Okay, jetzt hast du zwei Stück. Da hatte Babisch eigentlich schon aufgehört. Ja, und trotzdem ist er noch gekommen. Noch ein Dodo und Zeit. Und Dicta. Und Dicta auch. Ja, komm, gib ihn. Dieses Quaps hat ihn gelockt. Babisch braucht auch noch ein Dicta. Noch 6 Dictas. Fängt an zu hageln. Echt unglaublich, 3 Dodos in 5 Minuten. Ja, das haben viele Dodri noch nicht. Ja, damals schon. War gespielt nicht lang herum, direkt Berger und Hypo. Ja, normal. Keine Fakten. Verständlich. Ich musste Shoutout ausrichten. Rot wird jetzt halt krass bekämpft, das werde ich jetzt in jedem Video machen. Oh, aber ich muss sagen. Steinlinger, Team Rot. Falls du irgendwo draußen bist, du bist irgendwo in meiner Gegend, nimmst du mal Arena ein, dann folge ich dir oder manchmal nehme ich ein und dann bist du gleich hinter mir. Ich hab dich noch nie gesehen. Und Datenträger auch, Steinlinger, Datenträger. Wir müssen Kontakt aufnehmen und zusammen Arena-Tun machen. Das ist echt kein Spaß. Holmes, falls ihr das schaut, in die Kommentare oder an unsere Facebook-Seite. Wir haben auch kein Aufnahmeprogramm mit dem alten iPhone. Hast du? War das schwierig damals? Das ist ein Cover da, deswegen. Das muss ich noch nehmen. Jo, hoffentlich ist es XL. XL ja, für die Medaille, ja, Mann. Medaillen. Nein, hier ist Dodo. Ja, den meine ich auch. So. Oh mein Gott. Okay. Schock. So. Oh mein Gott, XS ist der. Das 4 Dodos in 10 Minuten, Mann. Ja, Hofgarten. Machen wir mir 1,5 Stunden ab in 4 Stück. Sehr, sehr stabiles Nest. Ja. Man muss auch echt auch ein bisschen Glück haben mit den Nestern. Kann man eigentlich nichts. Das Material habt ihr nicht zu Gesicht bekommen. Du musst es nicht hochladen. Oder hast du nicht aufgenommen? Ich hab nicht aufgenommen, Mann. Das war echt leidend, Mann. Das war todeskrank. Perfekt, ich hab Dodri. Hast du Dodo jetzt? Ja, genau 50 Pfund. Oh Gott. Kannst du einen entwickeln jetzt? Ja. Für die Kamera.
soll ich machen? Eigentlich will ich zu Hause zu mit Glück sein. Oh mein Gott, okay. Sorry Leute. Husten, ich hing hinter Home und Tati. Die sind zweieinhalb Level über mir. Erzähl echt jede Erfahrung. Ja, aber du hörst eh auf. Ist echt nicht so wichtig. Jeff geht weiter. Bagisch hat zwar sein Dodri jetzt, aber Dick dafür gibt noch Dick 3. Dann noch Sander auch noch. Sandam, also dieser Pack hier über uns soll doch eigentlich ein Dick dann das sein, oder? Ja, genau. Wir hatten nur einmal eins, aber ist eher, glaube ich, so verloren. Dann gehen wir dann mal hoch. Das Gute an Hofgarten ist, da sind drei Nester, teilweise vier nebeneinander. Ziemlich nah nebeneinander. Also wenn man da einmal hingeht, dann kann man eigentlich einfach alle Nester abchecken dort. Also alles kombinieren. Und das war das Gute hier an dem Ding. Dann nicht mehr bei Settings, aber man weiß nicht, ob es nicht mehr in der Nähe ist oder einfach zu viele Pokémon da sind. Ja, genau. Es sind über 9. Ja, das kommt sehr viel. Ja. Logisch hat den gefunden, direkt wieder Berge, Hyperball. Ja, macht man auch, wenn er nur 37 WP. Saftig, richtig saftig, Alter. Du warst noch von Victor? Habt ihr es gehört, Mann? Martin. Richtig saftig. Oh mein Gott. 5, aber dann fehlt mir noch ein Bonbon. 3 Kilometer gehen. So, gehen wir wieder hochgab. Auch sehr, sehr schöne Location dort. Eine Ehrenrunde, dann gehe ich wieder. Das war der kürzeste Pokémon-Ausflug. Aber es hat sich gelohnt. Ja, Mann, das war das effektivste von allen bis jetzt. So eine kurze Zeit. Magnetilo spawnen wieder ein viel in der Stadt, gell? Ja, Mann. Richtig. Ich hab fast Silberball. Ja, noch 10 Stück oder so. Sehen wir mal, wie viel wir? Kein Kommentar. Oh mein Gott, einer oder zwei. Wie? Ihr wisst ja, die Jagd. Mein Sohn ist so ein Spieler, er sagt nicht. Es gibt ja die Angeber und so wie ich, so ein bisschen, ey, ich hab das, ich hab Braun noch so viel. Hong sagt nichts, einfach nur nichts. Wir schauen, auf einmal ist der Level End hoch, er ist so Platz 1 von Level her. Medaillen hat er schon Gold beim Kämpfen voll. Es gibt echt verschiedene Typen. So Leute, ich bearbeite gerade das Video. Dann habe ich gesehen, ab dieser Stelle gibt es einfach krasse Tonfehler. Dementsprechend müssen wir das hier leider nochmal nachdrehen. Also es ist nicht ganz Home React, das ist Home React 2.0. Aber ja, leider. Ich hoffe diesmal keine Probleme mit dem Ton. Ich drück mal Start. Und so wie ich, so ein bisschen, ey, ich hab das, ich hab Bro noch so viel. Hong sagt nichts, einfach nur nichts. Wir schauen auf einmal, ist der Level End hoch, er ist so durch. Platz 1 von Level her. Medaillen hat er schon Gold beim Kämpfen voll. Also es gibt echt verschiedene Typen. So. Thank you. Also das ist schon komisch, das nochmal zu schauen. Das ist der Hofgarten. Dick da ist Dodus zurzeit. Ja. Yeah. Ist auch ein Pinsir wieder angezeigt. Alles seltene Sachen. Pinsir Spawn, zu dem gehen wir jetzt kurz noch. Euch hat Tati gestern ernst gedisst. Er hat mit seinen Pinsirs angegeben. Das war nix. 5 Pinsirs in 10 Minuten. Das ist ja voll irrelevant. Das ist so. Wenn ich sage, hey, ich habe hier 15 Habitats auf einem Fleck, das bringt halt nichts. Keine Entwicklung, es hat eine Mega. Und wenn er es kriegt, kriegt er es in 7-8 Jahren. Der letzten Generation. Das war halt nicht böse gemeint. Sorry, Tati, gell? Falls du das hier siehst. Das war ja auch nichts mehr. Wir sind kurz vor dem Ende von der letzten Runde von Bagosch. Da taucht wieder Dick auf. Alter, man kann nicht gehen, Mann. Was soll ich machen? Ich bin tot fertig, aber es erscheint wieder. Von was denn eigentlich?
Digga, du bist von der Ausbildung gekommen. Es ist irgendwann mittags. Er tut so, als hätte er 20-Stunden-Schicht hinter sich. Oh mein Gott, da war ein Trattini! Wo? Oh mein Gott, dreh dich doch! Damals hier. Trattini noch richtig selten, richtig krass. Ich weiß, wo das ist. Jedes gejagt. Wo, hier? Ja, hier oben. Wow. Oh mein Gott, deine Scott, oder was? Echt jetzt? Ja, er ist vorbeigelaufen, ich wollte draufklicken, dann da, schau! Auf Sidewings. Oh mein Gott. Richtig krass, oder? Alter, Endkrank. Okay, es wäre jetzt saftig. Wenn das genau ein gutes Trattini ist, damit sie auch entwickeln kann. Die ist echt. Die ist einfach nur hier lang. Ne, hier ist es schon. Also bei mir. Schau, neben dem Stop, neben dem Kopf. Oh mein Gott, das ist. Hast du es? 173. Okay, egal. Vier Bomben muss man. Der Seethof ist echt zu krass. Der ist echt zu krass, Mann. Aber da Hofgarten gab es echt eine Menge Trattini-Spots. Da, oben an der Ecke, unten. In der Mitte 4-5 Trattini-Spots, das ist heftig. Ja, ich hab's. Ja. Guter Scout haben. So krass, dass einfach rumläuft auf Trattini. Oh, hört's gut zu. 10. Der ist extrem wichtig. Bubble Strat. Dieses Bubble Strat, das ist krass, Mann. Das ist der schnellste Weg, um Arenen aufzuleveln und Erfahrungspunkte zu sammeln. Wenn er Kratzer hat, das wäre perfekt. Hat der Scratch. Oh mein Gott. Machteil, Favorit, vertrau mir. Der, du brauchst einen Dicker. Wir haben Stil gemacht, aber okay. Dann stellst du einen mit 20 rein, dann hat er doppelt so viel. Mit Blubber. Blubber ist die langsamste Attacke. Dicker kommt rein, macht so oft Kratzer, bevor überhaupt Blubber ankommt. Genau. Moment. Nochmal Stopp. Also nochmal ganz kurz. Das war das alte Arena-System mit dem Hochleveln, Prestige, Sammeln, Trainieren. Und da war es so, wenn man mit einem Pokémon trainiert hat, also gepusht hat, gekämpft hat, das halb so stark war wie das, was in der Arena ist, dann hat es einfach die maximale Anzahl an Prestigepunkten gegeben. Sprich, du musstest nur ein Pokémon ganz schnell mit 20 BP und 10 ist ja bereits die Hälfte, auch wenn der Unterschied kaum existent ist. Und dann hast du maximale Prestigepunkte bekommen. Das werden wir dem nächsten Mal. Wie Bagisch gerade erklärt hat, Kratzer ist so schnell, dass der Gegner nicht mal Zeit hatte, irgendwas zu aktivieren. Da ist er schon gestorben. Und so kommt es einfach direkt bam hochleveln. Oh mein Gott, wenn ich die jetzt. Aber wie gesagt, wir haben es nie gemacht. Sind nie dazu gekommen. Großartig. Ja, den müsste ich Bei Interesse erzähle ich mal ein bisschen was über das alte Arena-System. Oh, wieder perfekt. Das wird richtig heftig einfach. Hier noch perfekt Kratzer hat. Das war's von Hofgarten / Finanzgarten heute. Spontane Folge. Ja, ich schau jetzt kurz auf Bordeauxplatz vorbei mit Tati. Mal schauen, was dort abgeht. Direkt zum Ostbahnhof. Ciao, Bagisch. Guter Scout. Gute Information. Und ciao. Ich bin gerade von Bagisch verabschiedet. War schon im Bus Richtung Bordeauxplatz. Tati treffen. Ja. Dann sehe ich auf Sightings ein Gagados. Gagados. Hofgarten echt zu krass. Ich bin direkt ausgestiegen. Hier ist es. Aber Spoiler. Oh mein Gott. Aber keine Ahnung, wo es ist. Schauen wir mal. Weil der Tati ist jetzt auch da, Hofgarten. Eigentlich schaut er da nie vorbei. Was ist da los? Ich bin mit Oma gekommen. Was ist da los? Ich hab am Ding gelassen. Ja. Am Bordeauxplatz und gleich. Oh mein Gott, er hat gehört, Gagados hier. Direkt gekommen. Alter, wen juckt Gagados eigentlich? Aber nicht gefunden. Nee, leider nicht mehr. Aber dafür noch mehr Dodos. Dodos wollte. Hat die damals echt eine Menge Eier gebrütet? Das war schon echt heftig. Für damalige Verhältnisse natürlich. Es gab ja keine Boxen, der hat Inkubatoren so gekauft. Was? Das waren Tatis Eier, die sind auf dem Weg zum Bordeauxplatz jetzt geschlüpft. Genau. Wir gehen jetzt dahin, ihr habt es gesehen, Hofgarten waren wir, wegen dem Gagados. Bin ich zurückgegangen, Tati ist auch gekommen. Aber leider nicht gefunden, Leute. Leider. Haben wir jetzt eine Zeit lang gechillt, dann sind wir noch also zu Fuß jetzt zum Bordeauxplatz zurück. Durch die Friedensengel, durch dieses, was früher der Overnest war, das Overnest. Wir waren mit einer Zuschauerin unterwegs. Einer der ersten, die uns erkannt hat. Deswegen haben wir auch nicht alles gefilmt. Ja, Mann. Aber war cool. Es waren drei Monate, nachdem wir den Channel gefunden haben. Sozusagen. Oh ja.
Schauen wir mal. Ja, weitere sollen folgen natürlich. Oh, so ja. Ist es. Wir versuchen immer up to date zu sein für euch, ja. Euch ein paar Sachen zu sagen. Ich meine, klar, gibt viele YouTuber oder Pokémon-Tuber. Ja, aber wir sind halt die geilsten, wie immer. Ne? Und ja, ihr wisst Bescheid. Schaut es uns an. Wisst Bescheid. Ja. Ihr habt die gehört. Danke fürs Zuschauen. Checkt noch unsere anderen Videos ab und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, wo wir als nächstes nee, schreibt das sollen. Nicht. Aber ihr habt die gehört, es ist echt so. Wir sind die Besten, wir sind die Geilsten. Danke fürs Zuschauen. Wie krass wir uns seitdem entwickelt haben, wie groß wir geworden sind. Und wir wachsen immer noch weiter. Unsere Armee, der Saftladen wird immer voller und stärker und krasser und größer. Ich kann mich echt nur bei euch allen bedanken. Ich bin auf der Mac. Mal schauen, was da so geht. Folgt mir auf Instagram. Dann seht ihr da ein paar Stories und wenn ich zurück bin, gibt es hoffentlich ein paar geile Videos von der Mac Airfoot 2018. Aber das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Shop, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.